Liebe Wölfe, ich freue mich sehr, denn Marcel Schäfer ist endlich bei uns. Nach einer Woche haben wir es geschafft. Marcel, herzlich willkommen zurück. Herzlich willkommen in deinem Wohnzimmer hier. Wie fühlt sich das an? Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, wieder hier zu sein, zu Hause im Wohnzimmer. Die USA-Reise oder die sogenannte Bildungsreise, wie ich sie ja sehr gerne genannt habe, hat sehr gut getan, war eine Bereicherung für meine Familie und für mich. Wir haben sehr viel mitgenommen. Ja, und jetzt freuen wir uns aber auch alle wieder, hier zu sein. Was hast du mit deinen letzten Fußballschuhen gemacht? Sag doch. Die habe ich aufgehoben. Ich habe mich ein bisschen geärgert, als ich mit meinem Papa darüber gesprochen habe, dass ich die von meinem ersten Bundesligaspiel eben nicht aufbewahrt habe. Aber das ist etwas, wo ich eigentlich dann gerade bei dem letzten Pflichtspiel, das ich absolviert habe für die Tampa Bay Rowdies, habe ich von Kopf bis Fuß alles mitgenommen, was ich da getragen habe. Und ja, das werde ich mir sicherlich mal aufhängen. Es ging jetzt alles doch rasant schnell. Plötzlich, wenn man es so hart sagt, war das Karriereende da. Ist das überhaupt bei dir schon angekommen so richtig? Ja, es war dann doch sehr schnell. Ich glaube, mit dem Schritt nach Amerika bin ich ja schon den ersten Schritt quasi in Richtung Management, in Richtung Karriere, nach der Karriere gegangen. Habe ja den Schritt auch bewusst gemacht, um zum einen sportlich noch Fußball zu spielen, aber auch vielmehr um Erfahrungen im Management zu sammeln. War ja bei den Tampa Bay Rowdies auch im Office aktiv und habe darüber hinaus bei sehr vielen Vereinen hospitiert, habe mir angeschaut, welche Philosophie sie haben, welche Werte die leben, habe sehr viele interessante Gespräche geführt und hoffe natürlich, dass ich das eine oder andere, was ich an Erfahrungen gesammelt habe, natürlich über meine ganze Karriere auf dem Platz, aber auch außerhalb des Platzes mit einbringen kann. Lass uns nochmal auf dein letztes Spiel dann wirklich zu sprechen kommen. Mit deinen Kids bist du eingelaufen, haben die Bilder und Fotos gesehen. Emotional schon extrem, oder? Ja, sehr emotional. Ich glaube, jeder weiß, wie gerne ich diesen Beruf ausgeübt habe. Für mich war das immer ein absolutes Privileg, Fußballer zu sein, jeden Tag das auszuüben, was man liebt, woran man Spaß hat, was Millionen von Leuten begeistert. Ja? Und deshalb war das natürlich schon ein Schritt, wo viel Wehmut dabei war. Auch jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, alles andere wäre doch ein bisschen seltsam. Als ich zurückgekommen bin, jetzt nur noch an der Seitenlinie stehe, um die Trainingseinheiten im Prinzip zu beobachten oder anzuschauen. Das kitzelt schon ein bisschen. Ne? Da ist schon Wehmut dabei, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich glaube, alles andere wäre, wie eben schon erwähnt, etwas seltsam, weil dann hätte man das vielleicht nicht gerne gemacht. Und ich war von Herzen gerne Fußballer. Ich habe den Beruf super gerne ausgeübt. Und jetzt geht es eben in eine neue Aufgabe, worauf ich sehr stolz bin. Bin auch sehr, sehr dankbar, dass so viel Vertrauen in mich gesetzt wird, um jetzt als Sportdirektor dem Verein weiterzuhelfen. Und freue mich drauf. Kannst du mal so als Sportdirektor, das gerade angesprochen, nochmal dein Aufgabenfeld derzeit skizzieren? Ja, es ist ja so, dass Jörg Schmatte Geschäftsführer Sport ist und wir hatten auch ein sehr, sehr langes Gespräch. Ich bin da mal für einen knappen Tag, sage ich mal, kurz über den großen Teich geflogen. Wir haben uns intensiv ausgetauscht. Er hat mir erklärt, was er vorhat mit dem VfL Wolfsburg, welchen Weg er gehen möchte. Und davon war ich sehr überzeugt. Ich bin von der Konstellation überzeugt, ich bin von dem Weg überzeugt, den er gehen möchte. Und ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir erfolgreich sind. Wir arbeiten sehr, sehr eng zusammen. Wir tauschen uns über viele Dinge aus. Und selbstverständlich ist es so, dass man als Sportdirektor Bindeglied ist zwischen der Geschäftsführung und zwischen der Mannschaft bzw. der Profiabteilung und eben dann auch Bindeglied zum Nachwuchsleistungszentrum. Auf dem Weg hierhin haben wir uns kurz über deinen Tag unterhalten. Kannst du auch für die Fans mal so einen Tagesablauf, wenn überhaupt möglich, skizzieren? Ja, man muss auf jeden Fall sehr flexibel sein. Ich glaube, auch daran merkt man, welch Privileg es ist, Fußballer zu sein, weil die Zeit natürlich oder die Tage deutlich länger werden. Im Moment ist es eben so, aufgrund dessen, dass wir Vorbereitung haben, es ist Transferzeit, gibt es natürlich sehr, sehr viel zu tun. Ich möchte auch bewusst sehr viele Gespräche führen, weil ich ja doch anderthalb Jahre nicht da war und gewisse Dinge auch nur aus der Distanz gesehen habe. Und da wäre es gar nicht fair, ein Urteil zu fällen. Deshalb möchte ich viele Gespräche führen, auch mit ganz verschiedenen Bereichen oder mit ganz verschiedenen Personen, um auch ein Gefühl dafür zu bekommen, ein Gespür dafür zu bekommen für gewisse Dinge. Wie schauen so deine, wenn man es so sagen darf, deine persönlichen Ziele jetzt erstmal aus, die nächsten Monate, nächste Saison?
Ja, ich glaube, jeder, der mich kennt, der weiß, für welche Werte ich stehe. Jetzt kann ich das natürlich nicht mehr auf dem Platz verkörpern oder auch irgendwo ausleben. Ich glaube, Fußball, Arbeit, Leidenschaft, das sind drei Schlagworte, für die der Verein steht. Und ich glaube, genau die Werte, ja, die decken sich auch mit meinen und die möchte ich natürlich voll und ganz einbringen. Es ist eine neue Aufgabe. Ich möchte meine Stärken, meine Erfahrungen, die ich gesammelt habe, während meiner ganzen Karriere und jetzt auch danach in der Zeit in den USA mit einbringen, möchte Verantwortung übernehmen, aber möchte selbstverständlich auch ganz viel lernen. Und ich glaube, aufgrund der Konstellation mit Jörg Schmadtke, der selber Fußballprofi war lange Zeit und der jetzt schon so lange als Geschäftsführer oder Management tätig ist, kann ich natürlich unglaublich viel mitnehmen und unglaublich viel lernen. Und genauso sollte es dann auch sein. Wo siehst du den VfL in der kommenden Saison nach zwei doch sehr schwierigen Spielzeiten? Ja, wie gerade angesprochen, waren es natürlich mit zwei Relegationen in den letzten beiden Jahren, waren es wirklich auch für mich als Fan aus den USA, war es wirklich schwierig einfach. Ich glaube, da jetzt Ziele rauszuposaunen, das wäre wirklich vermessen und vielleicht auch gar nicht realistisch. Ich glaube, wir sollten das Schritt für Schritt angehen. Das Wort Bodenständigkeit ist, glaube ich, auch eins der Werte, die wir mehr beherzigen sollten. Selbstverständlich hat man als Profisportler, bin ich ja jetzt nicht mehr, aber trotzdem in einer Position tätig, wo nah am Sport ist, da ist man immer ehrgeizig, hat Ziele. Die sollte man sich auch stecken und man sollte auch hohe Ziele haben. Man sollte es nur Schritt für Schritt angehen und sollte auch immer wissen, aus welcher Situation man kommt. Letzte Frage, Hand aufs Herz gestern, oder du bist oft am Trainingsplatz auch mit dabei. Die Jungs ackern gut, die Jungs schuften heftig. Vorbereitung ist immer die härteste Zeit. Bist du auch mal froh, dass du jetzt diese ganzen Läufe, diese ganzen Einheiten nicht mitmachen musst? Auch wenn Laufen eigentlich eine meiner Stärken waren. Ich habe viele Schwächen gehabt. Laufen war definitiv keine Schwäche, es war eher eine Stärke. Beim Laktattest kam so kurz mal der Gedanke, na gut, dass ich das nicht machen musste. Aber ich glaube auch das, wie gesagt, ich habe meinen Beruf von Herzen gerne ausgeübt. Auch das Laufen war natürlich ein Bestandteil. Ich glaube, dass es eben so ist, dass man in der Vorbereitung, wie gesagt, die Jungs arbeiten hart. Man sollte es aber doch gerne machen und bewusster machen, da man da die Basis für die Saison legt. Je fitter man ist, desto leichter startet man auch in die Saison, rein was das Körperliche angeht. Die Jungs und das Trainerteam machen wirklich einen exzellenten Job und ich hoffe, das wird auch so weiter fortgeführt. Und bald kommen ja auch die Testspiele dazu. Ich freue mich riesig drauf. Ich kann nur sagen, aus meiner Position heraus, ich brenne. Fußball, Arbeit, Leidenschaft, diese Werte möchte ich versuchen natürlich einzubringen. Wobei bei mir relativiert sich das auf Arbeit und Leidenschaft. Fußball kann ich ja nicht mehr so spielen, wobei ich die Jungs natürlich tatkräftig versuche zu unterstützen. Marcel, herzlichen Dank für deine Zeit. Gute Zeit, guten Start hier, wenn man es noch sagen darf. Und ich glaube, wir hören uns in der Saison das eine oder andere Mal wieder. Sehr gerne, ich freue mich drauf. Danke dir. Gerne.